Schutzsubstanz da rein tun. Das hier. Was hat denn der nochmal für Angriffe? Ich mache jetzt einfach mal Kälte noch ins rein. Für Barret brauche ich eigentlich keine weiteren Zauber, aber ich nehme die anderen Zauber jetzt einfach auch noch mit rein, nur damit die auch mitleveln. Das ist eigentlich totaler Quatsch, diese Konstellation, aber es ist jetzt egal. Okay, ich muss da runter. So, denn hier kommt jetzt im Fahrstuhl ein kleiner Gegner. Der gar nicht mal so einfach sein kann. Bei dem hatte ich früher, so als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, richtig Probleme. Das Erste, was wir machen, ist ihn analysieren. Weil es eine Maschine ist, macht er machen wir natürlich keinen Bioschaden an ihm. Schwach gegenüber Blitz, deswegen habe ich Blitz mit Eris ausgerüstet. Oh, jetzt habe ich aus Versehen Heilung auf uns alle gewirkt, aber macht ja nichts. Das Problem bei diesem Gegner ist, Eris und Red 13 können ihn nicht angreifen, da dieser Gegner zu weit weg ist. Nur Barret kann ihn aus der Ferne angreifen, deswegen habe ich die anderen auch mit Zaubern ausgerüstet. Und Eris auch mit Blitz. Wie viel Leben hat denn der? Das kann ich mir gleich anschauen, wenn ich mit Barret. 1409. Das Ding ist, wenn man hier echt ohne Vorbereitung rangeht und man weiß es halt auch einfach nicht, dass das hier ein Gegner ist, mit dem man mit Nahkämpfern halt nichts ausrichten kann und man die anderen nicht mit Zaubern gekoppelt hat, dann ist es halt ein sehr, sehr böser Kampf, weil nur Barret ihn quasi angreifen kann. Wenn man hier, wie gesagt, unvorbereitet rangeht, dann kann das echt böse werden. 93, also das zieht schon nicht wenig ab. Frontkanonen sind zerstört bei dem. Er hat noch 800. Das war eigentlich 900. Oh, aber ich wollte gar keinen. Guck ich mir einfach mal an, wie viel Eis abzieht. 340 ist nicht schlecht. Ich werde mal mit Eris sie selbst heilen. Okay, Eis zieht ihm jetzt nicht allzu viel ab, da kann ich mit Barret auch weiter mit normalen Angriffen angreifen. Da ist die nächste Kanone bei ihm kaputt. Bei dem wird jetzt eine Sensorkanone geladen. Aber der dürfte gleich Geschichte sein. Ja, ein bisschen Leben hat er noch. Die Sensorkanone ist geladen. Ja, wir können trotzdem noch angreifen. Sollte er. Genau. War ja dann doch nicht so schwer. Doch leider war es das noch nicht. Da kommt einfach mal noch ein Gegner. Es ist sehr, sehr, sehr böse vom Spiel. Wenn ich mich richtig erinnere, hat dieser Gegner es ordentlich drauf. 100 Schaden, das ist nicht wenig. Ich werde ihn auch direkt mal analysieren. Und das Limit für Red 13. Level 19, HP, schwach gegenüber Gewitter und gegen Wind. Jetzt ist leider das Problem, dass es nur drei Windzauber gibt in diesem Spiel, bevor man selber nur zwei einsetzen kann. Das sind, die wird man später noch sehen.
Also dieser Gegner konzentriert sich wirklich nur darauf, extrem viel Schaden anzurichten. Wenn man hier wirklich ein bisschen unterlevelt ist, kann das echt böse enden, denn 100 Schaden pro Treffer ist echt nicht wenig. Wenn man bedenkt, dass man jetzt hier vielleicht 400 oder 500 Leben haben könnte, tut das schon ordentlich weh. Wenn man bedenkt, dass man nur einmal Heilung auf alle zaubern kann. Es sei denn, man hat halt die alle Substanz halt schon auf Stufe 2, was relativ unwahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt des Spiels ist. Jetzt dreht er sich so und ich glaube, jetzt hat er auch höheren Verteidigungswert. Ja, oder auch nicht. Da habe ich mich getäuscht. Ich meine, da wäre irgendwie sowas gewesen. Ah, jetzt war es 7 HP. So, jetzt war es aber. Kann man eigentlich schon als Boss sehen, auch wenn es nur normale Gegner waren. Ein Mithril-Armband. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht. So. Materia innerhalb der Truppen ausstatten. So. Ich weiß echt nicht, was Gemüt macht. Also vergiften kann der mich hier sowieso nicht, deswegen ist das egal. Ordnen. So, was ich mache, ist hier auf jeden Fall Gift ausrüsten. Stehlen brauchen wir nicht. Dieser hat nämlich keine Sachen zum Stehlen. Und unbedingt Heilung natürlich mitnehmen. Ich werde Nebenwirkung mit Gewitter machen, weil ich mich, glaube ich, erinnere, dass dieser auch Gewitterschaden macht. Alle Substanzen brauchen wir hier nicht. Ich werde trotzdem 2 ausrüsten, ganz einfach, weil die AP bekommen. Ist geheilt, okay, mehr muss ich nicht machen. Warum willst du mich bekämpfen? Mit mir kämpfen? Besuchst das Weiße Land und Sephiroth. Richtig. Wusstest du, dass Sephiroth von eurem Volk ist? Es ist viel passiert. Ich kann das Weiße Land weder hier noch den Shinra, noch Sephiroth überlassen. Verstehe, das heißt wohl, dass wir keine Freunde werden. Ja, da haben wir direkt den nächsten Bosskampf. So, was wir jetzt machen, ist erst einmal ihn zu analysieren. Kommen, beachten, man kann jetzt sagen, okay, seinen komischen Begleiter kann man nun schon Level 21. 500 HP nur, also das sollte kein großes Problem sein. Der Hund ist relativ nervig, der, wie gesagt, hier auch hier Blitzzauber macht. Allerdings zieht uns das Blitz jetzt kaum bis nichts ab. Wir versuchen, Rufus mit Gift zu belegen. Das hat direkt schon mal funktioniert. Das macht konstant Schaden, das ist relativ gut und nice. Wir konzentrieren uns darauf, den Hund platt zu machen, weil dieser auch konstant Schaden macht. Wir sehen, dass er uns ziemlich viel schnell... jetzt komme ich hier komplett durcheinander, dass er sehr viel Schaden macht. Über Zeit. Dazu ist er ein sehr schneller Angreifer. Und der macht, hat auch noch eine Barriere drauf. Ich werde hier mal heilen. Da lacht er uns aus. Hier muss man aufpassen, hier darf man auf gar keinen Fall irgendwie sagen, ja okay, 2 Hits schaffe ich jetzt noch und dann heile ich erst. Man sollte hier relativ früh immer heilen. Jetzt hat er noch eine Zauberbarriere drauf gemacht. Er lacht uns schon wieder aus. Den Hund platt. Jetzt ist der Hund platt, das heißt, der geht uns jetzt nicht mehr auf den Sack. Jetzt können wir den Rest auf ihn drauf böllern. Wie man jetzt sehen kann, der kann schon ziemlich schnell angreifen, aber jetzt ist auch schon Geschichte. Das war's für heute. Und dann macht er einen Abgang. Einen ziemlich coolen Abgang. Wir kriegen trotzdem LP. Wir bekommen eine Schutzweste und eine Abwehrkapsel. So, ab hier auf jeden Fall heilen, denn
Das Spiel ist nicht sehr freundlich und wir können ab hier immer noch Zufallskämpfe buchen. Die wollte ich gar nicht abrüsten. Auch wenn die geile Bossmucke hier schon noch schön weitergeht. Was habe ich denn gerade gekriegt? Schutzweste, Vitalität. Egal, ich rüste jetzt erstmal nicht aus. Ich werde jetzt allerdings, da wir hier Zufallskämpfe bekommen, fällt mir gerade ein, wie ich es gerade auch gesagt habe, das Sternamulett anlegen, denn Giftgegner und so. Denn hier kann es jetzt eben passieren, dass wir eine gegnerische Dreierkonstellation haben. Wir sind alleine. Wenn wir Pech haben, kann das jetzt sogar wirklich passieren. Ich werde kurz hier speichern. Ja, da war ein Zufallskampf. Und dann auch noch von hinten. Kurzer Trick, wenn man von hinten angegriffen wird und dann diese Fliehen-Taste drückt, dann dreht sich Cloud um. Das heißt, wir bekommen nicht den doppelten Schaden. Wir machen natürlich weniger Schaden, weil wir in der hinteren Reihe stehen, weil es ein Angriff von hinten ist. Ich wechsle mal eben die Reihe im Kampf. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt irgendwie lohnt. Dann machen wir doppelten Schaden. Ich mach's einfach mal. Nice, 230 mit einem kritischen Treffer ist echt heftig. Mal gucken, was das Limit jetzt macht mit der neuen Waffe. Das dürfte ordentlich reinhauen. Ja, fast 500, holy shit. Okay, das ist heftig. Das ist sehr heftig. So. Speichern. Die geile Bossmucke geht einfach weiter. Hallo Tifa, wo ist Rufus? Er ist entkommen. Könnte Ärger heißen. Währenddessen unten im Gebäude. Ich gehe voran. Ja, böllert auch schon rum. Ach, Scheiße! Umzingelt wie? Ja, Mist, jetzt habe ich verkackt, ich wollte jetzt immer aussprechen. Wenn ich allein wäre, würde ich mir nichts draus machen. Aber so habe ich einen Ruf zu verlieren. Leute, bitte verschwindet, solange es noch geht. Sie sind nur hinter mir her. Hinter dir her? Hinter dir? Sind doch alle hinter... So, sie sind nicht hinter dir her, sondern hinter mir. Ja, aber so weit kommt es nicht. Du bist wegen Marlene hierher geraten. Jetzt ist es an mir. Sie aufzuhalten. Auf dich aufzupassen. Okay, Schluss mit dem Affenzirkus. Ihr Spinner. Danke, Mr. Barrett. Was heißt hier Mr. Barrett? Das klingt nicht richtig. Also, wenn die Unterhaltung jetzt beendet ist, dürfte ich vorschlagen, zu überlegen, wie wir hier wieder rauskommen. Oh, natürlich. Du bist die Kälte in Person. Genau wie jemand anders hier, den ich kenne. Hast du was gesagt? Aber nein. Also, was machen wir? Barrett! Tifa, wo ist Cloud? Alle hierher! Was ist los? Wo ist Cloud? Der kommt noch! Los, schnell, nach mir nach oder so. Er kommt schon oder so. Videosequenz! Steuerung des Motorrads. Ja, jetzt haben wir eines unserer ersten Minispiele. Ich schau mal. Ah, okay, so.
greift mal an. Menügruppe. Ich würde ganz gerne... Ich schau mal eben ganz kurz. Menü. Weil irgendwo hat mir nämlich ein Carbon-Reif gefehlt. Ich denke mal die Tiefe. Nee. Wer hatte denn das? Oder haben das alle? Ich werde hier die beiden ausrüsten. Ausrüsten vor allem. Mitnehmen. Hatte ich mit jedem den Carbon-Reif? Ja, hatte ich sogar tatsächlich. Sie bekommt die Vitalitätsweste und er einfach mal den Talisman, weil darum. Ich will irgendwas anderes. Nee. Gut, Materia. Unbedingt an Materias denken. Hier noch einmal alles entfernen, weil die Cloud kann damit nichts anfangen. So. Erst einmal, ich gebe wie immer Cloud natürlich, ne? Die Heilung und so weiter. Der Nahkampf hat den größten Geschickswert, also bekommt er das. Außerdem bekommt er die Schubsdistanz. Analyse bekommt die Eris. Welches denn? Was hier? Hier werde ich Nebenwirkung mit Hitze reinmachen, denn der Gegner, den wir gleich bekämpfen werden, hat eine gewisse Feuerattacke, die recht böse sein kann. Werde ich das nicht geben. Der Eris werde ich außerdem Gewitter geben. Alle Substanz ist eigentlich unnötig, aber egal. Zum Mitleveln immer gerne gesehen. Kommt er Gift mit alle und dadurch, dass die Kältesubstanz nicht ausgerüstet ist, wird das schon irgendwie passen. Jetzt hat Cloud quasi nichts an Materias, aber ich kann noch hier die Dingens geben, aber das passt eigentlich. Unbedingt daran denken, die Leute alle in die hintere Reihe stellen. Habe ich sonst was vergessen? Eigentlich nicht. Was ich machen könnte... Ah, nee. So, Vorbereitungen sind getroffen. Spiel starten. Hier haben wir nämlich jetzt unser erstes Minispiel. Mit einer sehr, sehr beschissenen Steuerung. Aber egal, ich komme schon klar. Wir müssen jetzt hier unsere Leute beschützen. Und man sieht, wir haben alle Lebensleisten. Wir bekommen Leben abgezogen, das wirkt sich dann hinterher noch auf einen weiteren Bosskampf aus, ja. Ein weiterer Bosskampf. Geht's richtig ab. Ah, ich krieg den... Komm her, Sack. Ah, der hat den direkt mitgenommen. In die falsche Richtung. So. Wo bleibt der nächste? Zack. Zack. So. Funktioniert doch. Es kommt gleich noch so eine ziemlich blöde Passade. Das treffe ich gerade schon wieder nicht. Es ist aber auch nicht einfach. So. Der nächste angesaust. Ich treffe den Jungen nicht. Zack. Ich komme eine sehr behinderte Kameraperspektive, wo man quasi nichts machen kann. Und wir werden weiterhin angegriffen, wenn wir Pech haben. Schon. Zack. Eigentlich ganz nettes Spiel. Wenn man es raus hat, ist es eigentlich ganz nice. Wird später noch die Möglichkeit haben, Minispiele zu wiederholen. Das kann ich schon mal verraten. Ja, komm schon. Ich kann nicht weiter nach hinten. Ich kriege ich auch noch, so. Ich auch. So. Und der fährt genau über ihn drüber, nice. Vielleicht müsste er nicht irgendwann mal... Ah, da ist er. Ah, man kann hier theoretisch steuern, aber es ist so blöd. Genau das meine ich. In dieser Situation kann man halt fast nichts machen. Und die Leute greifen alle schön unsere Typen an. So. Minispiel quasi vorbei. Wir sehen hinter uns so ein dickes Vieh. Ab jetzt kann ich auch gerade nicht mehr steuern. Da kommt dieses Ding angerollt.
deswegen auch in die hintere Reihe stellen, denn das wird ein Angriff von hinten. Und da haben wir einen nächsten Bosskampf, ey. Im schönen Hauptquartier geht's richtig ab. Kommt angesaust hier. Pam! Da richtet er sich direkt mal auf. So, dieser Gegner kann schon böse werden. So, was wir machen ist erst einmal... Okay, hier kann ich ihn gar nicht analysieren. So, man sieht, der kann ziemlich ordentlich reinhauen. Hm, 2600, das ist schon ein bisschen mehr Leben als die anderen Bosse. So, wir wollen natürlich Blitz auf ihn zaubern. Ich werde auch gleich heilen mit Cloud. Er greift auch zweimal hintereinander an. Manchmal, ich glaube nicht immer. Oh, Eis zieht auch ordentlich was ab. Mittlerweile habe ich hier diese Leiste auch immer an, weil mittlerweile kommen die Bosskämpfe, die nicht mehr allzu leicht sind. Eis hat ziemlich viel abgezogen. Ich werde mit Cloud einmal heilen, da dieser, wie gesagt, eine Feuerattacke hat, die sehr, sehr stark ist. Die war es, glaube ich, nicht, aber die kann auch ordentlich was abziehen. Man hat es gerade gut gesehen, Aeris hat nur 40 Schaden bekommen, dadurch, dass sie Hitze mit Nebenwirkung gekoppelt hat. Und warum ich übrigens Cloud immer mit Heilung ausrüste, weil er einen sehr starken Zauberwert hat. Sogar stärker als den von Aeris. So, immer schön weiter angreifen. Jetzt habe ich mit dem nicht gezaubert, schade. Das habe ich verkackt. 240 ist echt nicht ohne. So, wenn er in diese Position geht, macht er den Feuerzauber, wenn man ihn angreift. Aber ich möchte es einfach mal zeigen. Großes Feuerding oder so. Das wird jetzt einiges abziehen. Man hat es gesehen, 190 bei Cloud. Aeris hat es nicht so viel abgezogen, wegen eben dieser Substanzkopplung. Aber das hätte bei ihr ordentlich was abgezogen. Wir machen einfach das Limit von Aeris hinterher. Und dann lag das Limit. Jetzt habe ich Scheiße, jetzt habe ich es verraten, Mist. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Scheiße. Verdammt. Das ist mir im letzten LP auch passiert. Das heißt, im letzten LP, als ich das Spiel schon mal aufgenommen hatte. Ignorieren wir das Ganze einfach. 611 Leben hat der Junge. Nicht schlecht. Wie viel Leben hat er noch? 190. Okay, ein normaler Angriff und das war's. Damit haben wir den wievielten Boss jetzt besiegt? Den ersten, den zweiten, dritten, den vierten Boss. Müsste der vierte jetzt gewesen sein. Wenn man den im Fahrstuhl als Boss zählen möchte. Sehr gut. Nice. Aeris hat nochmal ein Level abgekriegt. Wir bekommen ein weiteres Sternenamulett. Das heißt, ein Charakter wieder mehr, der Gift, gegen Gift immun ist. Was machen wir jetzt? Sephiroth lebt. Ich habe eine Rechnung zu begleichen. Das wird den Planeten retten? Wahrscheinlich. Ich gehe mit. Ich auch. Ich muss noch einiges erfahren. Über das alte Volk. Über viele Dinge. Das war's dann wohl, Midgar. Wir sind aus Midgar draußen. Damit haben wir das Tutorial beendet. Sehr gut. Okay, es war natürlich kein Tutorial, aber ich sehe es Midgar immer gerne als Tutorial-Gebiet an. Ich kehre in meine Heimat zurück. Bis dahin folge ich euch. Das ist wohl der Beginn unserer Reise. Magst du reisen nicht? Okay, ja, ist das Ding verkackt. Es wird gefährlich, bist du sicher, dass du mit willst?
Aber es muss gut tun. Gut gehen. Wenn du dein Versprechen hältst. Ja. Weißt du was? Das ist das erste Mal, dass ich Midgar verlasse. Wirklich, hast du Angst? Es ist gefährlich, willst du wirklich fort? Ein bisschen. Nein, große Angst. Aber ich habe ja meinen Leibwächter. Wir haben Eris Mutter gesagt, sie soll einen ruhigen Ort suchen. Marlene wird's gut gehen. Das glaube ich auf jeden Fall. Sie sagt, sie wollte nicht mehr in Midgar bleiben. Vielleicht ist sie das auch, vielleicht ist es auch das Beste. Also, gehen wir. Wir brauchen einen Anführer. Das kann natürlich nur ich sein. Meinst du? Cloud sollte es tun. Okay. Lauf nach Nordosten zu einer Stadt namens Kalm, Cloud. Wenn etwas passiert, treffen wir uns dort. Jetzt ist er beleidigt. Außerdem können wir nicht zu fünf durch die Felder spazieren. Zu gefährlich. Teilen wir uns in zwei Gruppen auf. So, hier nehme ich auf jeden Fall Eris. Oh, hoppala. Das war sehr effektiv. Hier nehme ich auf jeden Fall Eris und Anaki mit. Verdammt, ich hab's schon wieder gesagt. Okay, jetzt habe ich es zum zweiten Mal gesagt. Das wird mir doch vermutlich schon tausendmal passieren. Red 13, eigentlicher Name ist Anaki. So, jetzt habe ich es gesagt. Bisschen Kalm. Bis dann also. Stand da, glaube ich, noch. So. Speichern auf der Weltkarte. Ja, endlich sind wir auf der Weltkarte. Wir werden sofort speichern, bevor hier irgendwie direkt Kämpfe losgehen. So. Wir tun natürlich unsere Leute natürlich erstmal wieder alle in die vordere Reihe. Talisman. Ja, ich werde hier einen Sternenmedaillon ausrüsten. Materias würde ich ganz gerne eigentlich noch einmal übergehen, aber dadurch, dass wir das jetzt schon zum 500. Mal gemacht haben, lasse ich das jetzt einfach mal. So, Weltkarte. Wie geht das hier noch einmal alles? Ich habe jetzt irgendwie die Kamera runtergemacht. Ich weiß nicht mehr, wie es anders geht. So, was kann ich dazu sagen? Hier haben wir einen gewissen Gegner, den ich gesucht habe. Was heißt gesucht habe? Den wollte ich unbedingt haben. Finde ich nice, dass der direkt jetzt da ist. Denn dieser Gegner hat das erste Feindeskönnen, was wir lernen können. Und da macht er auch schon. Den Matra-Zauber. Jetzt stand da ganz kurz Feindestechnik Matra-Zauber erlernt. Ich könnte jetzt mit Cloud das Limit machen, aber ich werde euch zeigen, wie das jetzt funktioniert. Jetzt kann ich hier Feindestechnik auswählen und Matra-Zauber das auch auf den Gegner machen. Oh, die hauen uns gerade echt weg. So. So, das sieht dann so aus. Natürlich ist es die Attacke, die er gemacht hat. Ja, oder die sie gemacht haben. Es ist ein sehr starker Zauber für den Anfang. So, wir verbrauchen das Limit für Red 13 mal. Für ihn fehlt ja auch noch das Level 2 Limit. Das heißt, wir müssen das erste Limit, was er hat, so oft wie möglich anwenden. So. Damit haben wir auch unseren ersten Zauber. Habe ich mir das schon mal erspart? Wie mache ich denn die Kamera jetzt wieder hoch? Ah, so. So, hier ist auch schon Kalm. Und dadurch, dass ich jetzt so schnell den Feindeskönnen bekomme, werde ich noch einmal speichern, weil normalerweise ist das ein sehr seltener Gegner. Also im Gegensatz zu den anderen Viechern, die man hier hat. Und jetzt kommt hier eine kleine... Kleines Gut. Eine sehr, sehr lange Geschichtsstunde, aber die werden wir beim nächsten Mal machen. Denn ich werde jetzt Schluss machen und beim nächsten Mal weitermachen. Wir haben jetzt schon wieder irgendwie eine Stunde oder so aufgenommen. Ich weiß es gar nicht. Stunde müsste hinkommen. Und dann hoffe ich, dass es wie immer euch bis hierhin gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, tschüss.